Weiter geht's. Nächster Part, Ocean House Hotel. Ist Ihre Begabung Überredungskunst hoch genug? Tauchen neue Dialogoptionen aus. Diese Optionen erscheinen blau. Wählen Sie diesen Überredungsdialog. Erhalten Sie weitere Dialogoptionen. Das hat wehgetan. Große Eröffnung. Santa Monica feiert das neue Ocean House Hotel. Okay. So. Würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch. Huch! Oh. Hier sind Schritte. Das macht mir Angst. So. Dieser Frau könnte eigentlich vertrauen. Aber nicht dem Mann. So. Hotelhölle. Abgetrennter Kinderkopf in Hotel Waschraum gefunden. So, hier wieder raus. Und ab in den Waschraum. Schlüssel zum Heizungskeller. Okay. Und runter. So. Vor der Sicherung werde ich jetzt noch mal kurz abspeichern. Und renn, 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 Mädchen, renn! Lauf, 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 lauf! Huiuiuiui. So, jetzt hier, das ist eher die Stelle, wo ich gesagt habe, wenn es lecken sollte. Ich werde jetzt nochmal kurz abspeichern. Na, wir müssen jetzt hoch, müssen den Schlüssel holen. Und dann müssen wir in die Küche. Also so viel passiert da jetzt nicht. Es tut mir dann halt sehr leid, wenn ich jetzt cutten muss. Und hoch. So, gut, also wir müssen jetzt eigentlich nur theoretisch dahinter und müssen da halt nur den Schlüssel holen, hier vor, durch die zweite Tür und dann durch das Loch im Boden und in Richtung Küche. Aua, das hat wehgetan. Noch eine Leiche. Das zweite Kind wurde zerhackt wie Brennholz. Okay, speichern. Ah, scheint nicht zu lecken. Ich wollte es nur mal angekündigt haben. Hier zwei Kinder, die Mutter und der böse Vater. Was das zu bedeuten mag. Tür wieder zu. Wir schnappen uns hier den Schlüssel und wieder raus. Get out! Hallo, ich habe die Tür hier gerade zugemacht. So, hier war genau nix. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Musste ich doch nicht cutten. Das ist sehr gut. Speichern. Und runter. Selbstgerichtet. Ocean House Mörder vielleicht schuld am Inferno.
Okay. So, und jetzt hier in den Aufzug. So, speichern. Ja. Wie er kommt? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Ey, was macht er denn hier? Die schöne Küche. Hallo. Hallo. Die schöne Küche. Der schöne Autobahn. Ist doch schade um die Töpfe, ey. Die schöne Hotelküche. Bist du jetzt fertig oder was? Warte mal, wir haben jetzt auch ein Tagebuch aufgenommen. Warte, 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 warte. Nee, das ist das von Lilly. Wir können, also ich mach's jetzt wieder so wie vorhin. Ihr könnt euch das wieder in Ruhe durchlesen. So. Und so. So und so. Es geht halt um einen Ehemann, der seine Frau und seine zwei Kinder umgebracht hat, seinen Sohn und seine Tochter. Mehr steht da eigentlich nicht drin. Ja, ich bin vorsichtig. Speichern. Wow, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Ja. Ist erstmal der Fahrstuhl runtergekommen. So, wir müssen bis ganz nach oben da rein. Zack. Und nein. Speichern. So, da in der einen Tür liegt, glaube ich, noch ein Artefakt. Mordfall ungelöst. Mutter und Vater als Ocean House Mörder unter Verdacht. Okay. Okay. So, hier rein. Vikabaudistel. Dieses versteinerte Grasrohr war nicht für die Verdammten bestimmt, aber Vampire können die Schamanenmagie trotzdem nutzen. Erhöht Verteidigung um 1. Nehmen wir mit. So, hier drin war nix. So viel weiß ich noch. Wow. So, ich warte erst, bis alles aus ist. Es leckt schon wieder wie Sau hier. So, zack, hier hoch. So, jetzt hinten im Raum war auch nischt. Das weiß ich noch. Speichern. Und tschüss. So, diese komischen Lichter hier ist, glaube ich, der Ehemann. Gut, haben wir jetzt nur geringen Schaden erlitten. So. Und da haben wir einen Anhänger. Mitnehmen. So. Wir haben noch einen Leuchtturm. Und da unten ist ein Schiff.
Also da unten müsste der Pier sein, den sieht man aber von hier oben nicht. So. Und rein da. Zack. Und hier. Gut, da müssen wir jetzt hoch. Das war, glaube ich, die, genau, Etage Nummer 2. Es kotzt einen schon wieder an hier mit der Leckerei. Und weg. So, Ocean House Hotel abgeschlossen. Und ab zu Therese. Was hat man jetzt noch alles für Aufträge? Lass mich mal gucken. Das Werwolfblut haben wir auch noch offen. Dann der Pier, die Fehde und das mit Strauss. Okay. Ach ja, und dann sollen wir diesen Blutbanktypen auch noch Spender bringen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Mit dem Spender. So, hier rum. Hoppa. Und hier rauf. Zack. Vor allen Dingen, um es mal angemerkt zu haben, das ist schon das dritte Mal heute, dass ich anfange und aufnehme, ey. Wie viele Parts da rauskommen. Also für mich ist es eigentlich nur nützlich irgendwo, weil ich habe jetzt eigentlich eine harte Woche auch vor mir. So, quatsch mal. So, warte mal, ich muss ja jetzt noch ein bisschen Überredungsskillen, genau. So, zack. Hey du, also du experimentierst wohl gerne, wenn du im College bist. Mist. Das ist aber nur die, die wir in die Blutbank schicken können. Das ist das Problem. Jetzt muss ich da noch mal ein bisschen abwarten. Muss ich dann jetzt dran denken. Not even a knock? I could have been undressing. Oder ich And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Oder ich schüchter den Trottel einfach ein. Geht auch. Nam, nam, nam. Ja, ich hab das hier für Therese dabei. Can I see it? Jetzt ist wichtig, ihr dürft ihr den Anhänger auf gar keinen Fall geben. Sonst wirft ihr den Anhänger ins Meer. Ich würde es lieber Therese geben. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Nein, jetzt zieht sie ihre Mitleidsnummer ab. Nein, bitte beruhige dich. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, that's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers.
Ich verstehe, aber ich kann es dir nicht geben. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for two lifetimes? Can you? Tut mir leid, das zu hören, aber ich muss es wirklich Therese geben. Fine, you hold on to it. Since you are so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? Ja. Aber habt ihr jetzt gesehen, wie schnell die sich wieder beruhigt hat hier? Also ich meine, das war doch jetzt nur ein gespieltes Heulen. Das kommt so darauf an. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Was muss ich tun? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Okay, ich werde also die Bilder aufschlitzen. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Komm schnell zurück. Wiedersehen. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun, Declan. Ja, da war noch was mit den Gemälden, genau. Und ich weiß auch, was mit den Gemälden ist, aber ich möchte nichts verraten. Verstehst du mich? Da war noch was mit den Gemälden, genau. Ja, und ich weiß auch was, aber ich möchte hier nicht spoilern, nein. Das seht ihr gleich, meine Freunde. Hier wird nicht gespoilert, nein. So, jetzt wollte ich nochmal meine E-Mails checken. Weil LaCroix hat uns jetzt nochmal was geschickt wegen dem Werwolfblut. So. Hier haben wir 150 Geld. Nehmen wir mit. Und dann wollte ich erst noch mal ein bisschen Zeug ablegen. So, die Quittung rein. Das rein. Das rein. Puh, das Foto behalte ich erstmal noch. So. E-Mail. Gut gemacht. Von LaCroix. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Werwolfblut. Das Geld liegt im Briefkasten, wenn du es nicht schon gefunden hast. SL. Die kommt gleich wieder weg. Gut. So. Und wieder raus. Können wir Wendel eigentlich jetzt schon einschüchtern? Wie sieht's denn aus? Haben wir immer noch eins? Nee, ich lasse es erstmal. Nein, nein, ich heb mir die Erfahrungspunkte schön auf. Was muss man jetzt nochmal alles machen? Ah ja, die Galerie Noah. Das ist alles Ocean House Hotel und Lagerhalle, alles klar. Gut. Bei der Gallery Noah, da könnt ihr euch jetzt hier entweder durch die Hintertür reinschleichen oder wir quatschen hier einfach den Bullen an. Hey, 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 hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate.
vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Wie, ich bin noch gar nicht auf dem Privatgrundstück. Haben Sie den Anruf nicht bekommen? Huh? What call are you talking about there, Miss? Ein Künstler hat den Direktor verärgert. Jetzt kommen seine Werke weg. And who might you be then, Missy? Ich bin die Assistentin des Museumsdirektors. Lassen Sie mich rein? Yeah, that may well. Take one look at you, I'd say no. No shame in that. Us working class folks gotta look out for our own. You get a promotion out of it. How about buying an old chunk of bear claw and a cup of joe? Abgemacht. Look, I'll let you in, but I'll be filing a 62A on this when I get back to the security station after my shift. Just so you're aware. Tun Sie das. Gute Nacht. So.